Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Hanadi Beauty. Oh Gott, jetzt ist das Licht hier ein bisschen blöd. Auf jeden Fall habe ich ja auf Instagram ein paar Umfragen gemacht und sehr viele von euch haben sich ja gewünscht, dass ich in Zukunft einfach mehr vlogge. Und die Frage war halt bei mir, was soll ich überhaupt vloggen, weil ja, ich habe eigentlich so immer denselben Tagesablauf und einige wollten auch, dass ich sie mal mitnehme, so ins Geschäft und so weiter. Das werde ich auch auf jeden Fall noch machen, aber ich habe gedacht, ich nehme euch heute mal mit, weil wir gehen heute shoppen und ich wollte euch einfach mal zeigen, wie so ein Shopping Day bei uns oder bei mir aussieht, wenn ich zum Zara gehe. Auf jeden Fall sind mit am Start heute meine Mutter. Die hat sich jetzt freiwillig bereitgestellt, mitzukommen und sich diesen Stress zu geben. Und die Terry Buona Lima kennt ihr bestimmt. Meine Mutter hasst es eigentlich, mit mir einkaufen zu gehen. Ich sag's euch, immer wenn ich mit meiner Mutter einkaufen gehe, endet es immer im Streit. Weil früher, ich kann mich erinnern, wenn wir shoppen waren, habe ich innerhalb von ein paar Minuten bestimmt so 20 Teile oder so auf dem Arm gehabt. Und als früher noch meine Mutter alles bezahlt hat, hieß es dann, das hole ich dir nicht, tu das wieder zurückstellen und keine Ahnung. Und wir haben uns dann immer im Laden gestritten. Gell, weißt du noch, Mama? Das waren Zeiten, gell? Jetzt würden die sich wünschen, dass ich mit dir immer shoppen gehe und dass ich noch bei ihr zu Hause lebe. Gell? Ja, Hanadi. Ja. Auf jeden Fall gehen wir jetzt ins Milaneo. Ich mag es eigentlich da nicht so hinzugehen, weil Milaneo, da ist mir ehrlich gesagt immer zu viel los und es ist mir auch dort viel zu warm. Aber ich muss unbedingt zum Bershka, deswegen gehe ich heute dahin. Naja, ich werde euch auf jeden Fall ein bisschen mitnehmen und ich werde euch im Anschluss noch einen kleinen Haul zeigen, was ich mir so gekauft habe, wenn ich später daheim bin. Und ja, bis später. So, jetzt sind wir im Zara drin. Wir sind hier in der Männerabteilung. Aber Ali sagt immer, wenn ich einkaufen gehe, muss ich ihm was mitbringen. Nee, ich muss nicht. Aber wenn ich ihm nichts mitbringe, heißt es, immer gehst du nur für dich einkaufen und du bringst mir gar nichts mit. Deswegen schaue ich jetzt mal, ob ich für ihn was finde. Dann, oh, das Hemd ist doch schön. Ist voll Alis Ding. Aber das hat er doch schon. Ja, das hat er doch schon. Das hat er schon. Wir gucken mal, was es hier gibt.
Leute, wir sind wieder im Auto. Oh Gott, ich bin so kaputt. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin wirklich der gemütliche Online-Shopper, weil ja, weil es einfach viel gemütlicher ist. Wenn ich shoppen gehe, bin ich immer fix und fertig danach und habe mega Hunger, so wie jetzt zum Beispiel. Wir gehen jetzt gleich Sushi essen. Aber gut, manchmal ist es halt auch besser, die Sachen einfach vor Ort live zu sehen. Und ja, auf jeden Fall gehen wir jetzt was essen. Wir gehen Sushi essen. Ich war auch schon lange nicht mehr Sushi essen. Und wir haben vorhin eine Umfrage gemacht auf Instagram. Und wer mehr eingekauft hat. Wer hat mehr eingekauft und wer hat mehr ausgegeben? Das interessiert uns. Gestimmt. Ja, alle haben natürlich für mich gestimmt, aber man weiß es ja nicht. Kommentiert das mal auf jeden Fall unter die Kommentare, in den Kommentaren, was ihr denkt, wer heute mehr ausgegeben hat. Ja, dann werde ich euch die Auflösung ja irgendwann dann sagen. Also unter dem Video. genau. Hello. Hello. Was essen wir jetzt? Ich zeige euch jetzt, was ich immer esse, wenn ich Sushi essen gehe. Was isst du immer so?
Also, so, also wir haben jetzt unsere Vorspeise bekommen. Edamame. Oh mein Gott, Leute, das ist so geil. Ich liebe es einfach. Falls ihr noch nie Sushi probiert habt, ich weiß gar nicht, warum die Kamera so rauscht. Ja, auf jeden Fall. Edamame schmeckt krank. Und ich bestelle mir immer, ich mag diese Inside Out mit Avocado. Ich habe jetzt diese mediterranen Veggie Inside Out, übel lecker. Und dann habe ich noch das Avocado Shrimp Tempura, ist auch richtig lecker. Und Garnelen als Vorspeise. Leute, wir sind jetzt Sushi essen. Das ist der beste Sushi in Stuttgart. Und wo sind wir? Wie heißt es hier? Enzo. Wir gehören ja zusammen. Echt? Mhm. Mm. Auf jeden Fall. Ach, guck mal, was ich mir mal bestelle. Panierte Garnelen. Boah, die schmecken so geil. Mm. Hier ist jetzt gekommen. Guck mal, wie lecker das aussieht. Also bei mir ist alles, nee, das ist nicht alles vegetarisch. Da, in dem hier sind Garnelen, ist eine Garnele drin. Oder sind Garnelen. Und Cherry hat mit Lachs. Lachs auch. Mmh, richtig lecker. Ich habe nur Garnelen heute. Und Avocado. So, und jetzt wird gegessen. Piep, 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 wir haben uns alle lieb. Bringt Ausstrahlung. So Leute, wir haben jetzt gegessen. Auf die Schnelle. Und ich bin so voll, ich kann nicht mal mehr laufen. Ich rolle gleich nach Hause. Und jetzt müssen wir noch ganz kurz einkaufen gehen, weil Ali braucht Capri-Sonne. Wir haben keine Capri-Sonne zu Hause. Ah, wie war das Essen, Terry? Geil, oh, ich hab richtig Food, Baby. Guck. Zeig, guck mal. Oh, jetzt zeig mal. Das sieht echt aus wie schwanger. Krass. Das würde dir voll stehen, Terry. Oh, danke. Food Baby. Ich habe eine zu enge Strumpfhose an, deswegen will ich eigentlich nur nach Hause und die ausziehen. Naja, wir gehen jetzt schnell einkaufen und dann geht's nach Hause. So Leute, ich bin jetzt daheim, ich habe mich umgezogen, ich bin im Pyjama. Kennt ihr schon mein Klopfer-Pyjama? Guck mal bitte, wie süß der ist. Ich muss den euch mal zeigen. Also, das ist die Hose. Mit Klopfer drauf. Mega gemütlich. Und auf jeden Fall habe ich ja gesagt, ich werde euch mal zeigen, was ich eingekauft habe. Ich werde jetzt die Sachen nicht anprobieren, aber ich werde euch einfach mal zeigen, was ich gekauft habe. Und zwar, wenn wir schon bei Klopfer sind, guckt mal bitte. Wie süß ist dieser Pulli bitte? Ich bin gestorben, Leute. Mit Bambi und Klopfer. Das sind meine Lieblinge von Disney. Wollt ihr mal sehen, wer gleich gekommen ist? Hallo Fussi, 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 Fussi. Ich bin Fussi, 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 Fussi. Oh mein Gott, der hasst mich bestimmt. Baby. Ja. Miau. Geh weg. Komm. Hau ab. Oh mein Gott, das war jetzt mein größter Fehler, den ich getan habe. Der war jetzt einfach auf meinem Pullover drauf. Und das ist mein Untergang. Lauter Fusseln jetzt. Egal. Auf jeden Fall, der Pulli ist richtig süß. Es ist so ein Oversize-Pulli. Ich habe den jetzt in der Größe M geholt. Der hat 39 Euro gekostet. Und ich werde euch mal die Artikelnummern in die Infobox packen. Aber hier sieht man das auch. Ne, man sieht das gerade nicht. Ich werde euch einfach die Artikelnummern reinschreiben. So, dann kommen wir gleich zum nächsten Shirt. Und zwar habe ich mir dieses süße Shirt geholt. Bitte guck mal. Jasmin, also das sind die Disney Prinzessinnen. Join the Dream Team. Richtig cool. Ich glaube, das ist... Moment, lass mal überlegen. Also, das ist, glaube ich, Rapunzel, Cinderella und Jasmin. So, wenn ich mich nicht täusche. Auch richtig cool, das T-Shirt kostet 12,95 €. Dann habe ich mir diesen Body hier geholt. Den habe ich schon in Nude, also in so einem Nude-Ton. Und dieser Body hier ist wirklich perfekt. Also gerade, wenn man ihn so unter... Hey Fussel, du schmeißt meine Kamera um! Fussel, du musst runter da!
Oh Mann. Auf jeden Fall habe ich mir diesen Body hier geholt. Und den habe ich schon in Nude und der hat wirklich die perfekte Form und hat den perfekten Stoff. Der ist halt wirklich mega stretchy und den kann man einfach, wie gesagt, perfekt unter Jogginghosen, unter Lederhosen, unter Röcken, unter Shorts, wie auch immer. Kann man echt richtig cool kombinieren. Ja, aber Fussel, guck mal Leute, bitte. Du kannst dich doch jetzt nicht einfach in die Tüte reinsetzen, obwohl ich jetzt noch meine Sachen da rausholen muss. Ja, und wie komme ich jetzt an die anderen Sachen? Das interessiert ihn aber nicht. Ja? Das ist einfach sein Leben. Diese Tüten sind sein Leben, Leute. Ah, Baby, du musst hier raus. Komm raus hier, raus hier. Raus. Oh mein Gott, da kriegen jetzt keine 10 Pferde daraus. Fussel? Doch, ich weiß, wie ich ihn rauskriege. Komm. Und weg ist er. Und weg ist er. So, nächstes Teil. Ich hole jetzt mal einfach alle Sachen raus, bevor er wieder in die Tüte hier reingeht. Ja, ich habe mir eine Jogginghose geholt, also eine Lederjogginghose. Ich habe so eine gebraucht, weil ich hatte mal eine, die habe ich mir mal vom H&M gekauft, aber das ist jetzt schon ein bisschen länger her. Die passt mir ehrlich gesagt auch nicht mehr, die ist mir ein bisschen zu klein und deswegen habe ich eine gebraucht, die einfach etwas lockerer ist und die habe ich jetzt auch in M geholt. Genau, damit die so ein bisschen locker sitzt und nicht so eng, vor allem auch nicht so am Schritt. Ich mag das einfach gar nicht. Und ja, die ist richtig cool, die hat 29,95 € gekostet. Und dann machen wir weiter mit dem nächsten Teil. Und zwar hatte ich mir diesen Faltenrock hier geholt. Der ist auch aus Leder, also Kunstleder natürlich. Und das ist eigentlich so ein richtig schöner Rock, den man wirklich kombinieren kann mit einem Oversize-Pulli, mit einem T-Shirt, mit Boots, einfach so herbstlich. Und ich fand den mega schön. Also schaut mal. So. Ich hoffe, dass man das alles erkennen kann, weil ich habe jetzt hier gerade nicht perfektes Licht, aber... Ja, ich glaube, das wird schon auf jeden Fall funktionieren. Und dann habe ich mir noch diesen Jogginganzug geholt von Zara. Ich liebe die Jogginganzüge von Zara. Und der hat so eine richtig schöne Khaki, also so Khaki-Braun. Und hat einen mega schönen Stoff, also so Wildlederstoff. Hat hier an der Seite dann noch eine Tasche. Und dazu gibt es natürlich auch ein Sweatshirt. Der war aber sehr teuer, also der hat knappe 100 € gekostet, dieser Jogger hier. So sieht das Oberteil dazu aus, hat vorne eine riesengroße Tasche. Ah, jetzt sieht man das ganz gut vom Stoff. Hat auch eine Kapuze und einen Reißverschluss in Gold. So, das sind die Sachen, die ich mir von Zara geholt habe. Es sind nicht so viele Sachen. Ja, also normalerweise kaufe ich echt viel mehr ein, aber war ja auch gut so, dass ich heute nicht so viel eingekauft habe, aber ich habe irgendwie auch nicht so viel gefunden. Allerdings muss ich sagen, in Milaneo beim Zara finde ich irgendwie nie so coole Sachen, also viele Sachen, weil es da einfach, also ich habe das Gefühl, da gibt es viele Sachen nicht. Und ja, das sind die Sachen, die ich mir von Zara geholt habe. Dann habe ich mir noch von Bershka was geholt. Schaut mal bitte, wie cool dieses Hemd ist. Das ist so ein, ich weiß gar nicht, wie man diese Hemden nennt, so Holzfällerhemd. Das hat aber mega dicken Stoff, also es wärmt auch total. Kann man jetzt nicht mit einer Winterjacke noch anziehen, also es wäre wirklich viel zu warm. Aber es ist mega cool, ist auch so ein bisschen länger. Und hat richtig schöne Farben. Und das wollte ich mir letztes Mal schon holen. Und dann habe ich es mir nicht gekauft. Und dann habe ich es bereut und dachte mir so, wenn ich zum Bershka gehe, muss ich mir das auf jeden Fall holen. Und als nächstes oder als letztes habe ich dieses Shirt hier geholt. Mit dem Pharao. Richtig cool. Das ist so ein Oversize-Shirt, hat auch hier so kleine Löcher. Und das mag ich wirklich voll gern, einfach mit einer Leggings und mit Sneaker und mit einem Oversize-Hemd ist das schon das perfekte Outfit. Ja, das war's, ihr Lieben. Das war mein Einkauf von heute.
Gut, ich habe mir noch bei Calvin Klein was geholt. Und zwar eine Jogginghose. Schaut mal bitte, die ist richtig cool. Die kannte ich jetzt so noch nicht. Die hat hier oben auch diesen Calvin Klein Bund, was ich mega cool fand. Und die ist in Grau und hat unten dann noch so ein... Ja, also ist am Fuß oder am Knöchel halt ein bisschen enger. Jo. So, meine Lieben, das war mein Shopping-Haul für euch, mein Shopping-Day. Ich konnte jetzt nicht so viel aufnehmen, vor allem nicht beim Zara, weil es dort nicht gestattet ist, aufzunehmen. Und wir wurden ein paar Mal unterbrochen, deswegen habe ich für euch nicht alles aufnehmen können. Aber ich denke, das ist auch in Ordnung so. Ja, also ich hatte heute auf jeden Fall einen coolen Tag. Es war mega anstrengend, muss ich sagen. Also ich merke immer wieder, so Shopping ist einfach nicht mehr so für mich, weil ich bin da immer so, oh, ich habe gar keinen Bock mehr, ich will nach Hause. Vor allem bin ich so ein Mensch, ich probiere auch nie Sachen an, weil ich einfach die Geduld dafür nicht habe. Also ich bin ein Mensch, ich gehe in den Laden rein, ich gucke, was gefällt mir, pack das alles auf meinen Arm und gehe sofort zur Kasse. So bin ich immer, so war ich auch schon immer, weil ich einfach keine Geduld habe und Online-Shoppen ist für mich schon auf jeden Fall viel bequemer. Aber... ja, ich hoffe, dass euch mein Vlog gefallen hat, dass ihr auch ein bisschen Spaß hattet, dass ich euch auch mit den Teilen inspirieren konnte. Wie gesagt, ich werde euch die Teile einfach mal in die Infobox schreiben, die Artikelnummern. Ansonsten könnt ihr mir doch gerne mal in die Kommentare schreiben, auf was für Vlogs ihr denn Lust hättet. Also was wollt ihr denn als nächstes sehen, was interessiert euch? Schreibt mir doch einfach mal gerne Filmvorschläge, Videovorschläge, damit ich mir wirklich da Gedanken machen kann, was ich in Zukunft drehen kann. Und... ja, ich glaube, so mit der Vlogging-Kamera ist es halt wirklich auch mega easy, weil die ist einfach mega praktisch und handlich. Die kann man überall mitnehmen und ja, also da wird sich definitiv irgendwas ergeben. Ich freue mich auf jeden Fall auf eure Kommentare und lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, dann abonniert meinen Kanal, denn es werden in Zukunft auf jeden Fall wieder mehr Videos kommen. Und ich freue mich auf euren Support und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!